Kinders, willkommen zurück zu Pokémon X. Wir sind kurz davor, den fünften Fall abzuschließen, wie man ein erfolgreicher Detektiv wird. Ja, ich rede mit mir. Was aber noch fehlt, ist das letzte Abendmahl mit Dr. Xeros. Es ist halt echt das letzte Abendmahl, weil Dr. Xeros danach direkt in den Knast geht. Aha! Sehr gut, sehr köstlich, würde ich sagen. Hey, wo? Hallo? Ah, dieser Lebel. Er sagt, er hat immer noch Bauchschmerzen und kehrt deswegen ins Krankenhaus zurück. Er hat mir nicht einmal verraten, in welchem Krankenhaus er überhaupt ist. Also kann ich ihn nicht mal besuchen. Und Herr Xeros ist wohl mit den Vorbereitungen für seine Festnahme beschäftigt. Momentan fühle ich mich schon etwas einsam. Was mache ich jetzt? Soll ich darauf warten, dass irgendeine Hololog-Nachricht kommt? Sehe ich so aus, als hätte ich die Zeit dafür? Vielleicht, unter Umständen. Ja, guck doch mal an. Booster HD. Ja. Hallo, Random Kai, kannst du mich verstehen? Ich bin's, Mathieu. Ich habe ganz wunderbare Neuigkeiten, also schau mal im Lebel-Büro vorbei, okay? Hättest du mir das nicht mal vor 5 Sekunden sagen können? Meine Güte, nein, ich muss immer hier raus und... Letztes Kapitel, leb wohl, Lebel. Okay, es gibt dann wohl 6 Kapitel und nicht 5. Aber gut, Kinas, das letzte Abendmahl ist dann wohl doch nicht das letzte, was wir hier sehen werden mit Herr Lebel. Okay. Das hat ja ewig gedauert, Random Kai. Mindestens 5 Sekunden. Ich habe dich doch vorhin extra wissen lassen, dass ich gute Neuigkeiten habe. Halt dich fest. Herr Lebel wurde endlich aus dem Krankenhaus entlassen. Deswegen dachte ich, sollten wir alle hier sein, wenn er wiederkommt, um seine Rückkehr zu feiern. Bla bla, ja, 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 ja. Ah, willkommen zurück, Flauschi. Du feierst auch Herr Lebels Rückkehr mit uns? Ja, ja, ja. Nanu, was ist das denn? Flauschi hat etwas bei sich. Ja! Ist das ein Brief? Er scheint von Herr Lebel zu sein. Ich lese ihn vor, Random Kai. Das heißt wohl nichts Gutes, wenn es ein Brief ist. Ich meine, er hätte auch hier hinkommen können, aber nein, er gibt uns einen Brief. Kinas, holt schon mal die Taschentücher raus, es wird traurig. Meine lieben Freunde, er will ein Grama-LP. Spaß beiseite. Meine lieben Freunde, bitte entschuldigt, dass ich euch so aus dem Nichts einen Brief schreibe. Ich bin's, Lebel. Ich muss euch etwas mitteilen, also lest diesen Brief bitte sorgfältig durch. Zunächst müsst ihr wissen, dass ich ein Agent der internationalen Polizei bin. Na, seid ihr überrascht? Ich bin sicher, das seid ihr. Ihr seid sicher besorgt um mich, weil ich im Krankenhaus bin. In Wahrheit war ich jedoch nie im Krankenhaus. Ich bin kerngesund, ich wusste es. Als ob da durch so einen Tritt von einem Mädchen, weiß ich nicht, operiert werden muss. Das war nur ein Teil meines Plans, da ich verhindern wollte, dass ich in Gefahr oder dass ihr in Gefahr geratet. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass ich euch angelogen habe. Dafür bitte ich euch aufrichtig um Verzeihung. Das ist jedoch nicht der eigentliche Grund, warum ich euch schreibe. Der Fall, weswegen ich hergekommen bin, ist nun gelöst und ist nun an der Zeit für mich, Carlos zu verlassen. Es macht mich sehr traurig, aber hier trennen sich unsere Wege. Ich danke euch für alles. Lebt wohl. PS, Randome Kai. Als Dank für alles, was du für mich getan hast, möchte ich dir meinen Decknamen überlassen. Von nun an bist du Lebel. Mathieu und Flauschi, euch beiden vertraue ich das Lebel-Büro an. Ich habe das ganze Gebäude gekauft. Ihr müsst euch wegen der Miete also keine Sorgen um euch machen. Bitte nutzt es, wie es euch beliebt. Alles Gute für euch. Moment mal. Was soll das? Was ist denn diese internationale Polizei? Und was soll das heißen, dass er uns verlässt? Warum? Warum verschwindet er einfach? Nein. Ich will nicht, dass Herr Lebel weggeht. Vielleicht ist er noch in der Nähe. Ich gehe ihn suchen, Randome Kai. Da ist nichts zu machen. Lalala. Da ist nichts... Hey. Yo, Random Kai, alles fit, yo? Ich habe gerade nichts zu tun, also dachte ich, ich komme mal vorbei. Ach ja. Eben ist Mathieu voll aufgeregt an mir vorbeigerannt. Ist irgendwas passiert? Ach ja. Ja, toll, dann willst du wohl nicht mit mir reden. Und heißt das, dass du jetzt auch abhaust? Dabei bin ich extra zu Besuch gekommen. Ihr seid alle echt herzlos. Vorhin habe ich zufällig Meister Lebel getroffen und er hatte keine Zeit für mich. Er sagte, dass er zum Illumina Kunstmuseum muss. Ich fühle mich voll im Stich gelassen. Warte mal, warum ist er so dumm und sagt, dass er zum Illumina Kunstmuseum geht? Wie dumm ist das denn? Ich meine, er gibt jetzt seine Deckung komplett auf. Für diesen Vollidioten und, ach mein Gott, ey. Na gut. Soll uns nicht groß jucken. Ist das das Kunstmuseum? Ich glaube schon, oder? Ja. Gut, Kinas, dann wohlen wir mal. Vielleicht erwischen wir ihn ja noch. Vielleicht.
Hey, ich will rein. Hallo. Immer das Gleiche hier. Meine Fräsen. Ja, ich denke, der müsste irgendwo bei diesem beschmutzten Gemälde sein, weil das ist ja auch noch offen. Ich meine, warum beschmutzt Dr. Xerus das bitte? Oder halt Esprit. Warum? Wo ist der Grund dafür? Ich meine, das ist doch nur ein stinknormales Gemälde, oder nicht? Oh. Oh, du bist ein neugieriger junger Mann von neulich. Restaurante-Pizza des beschmutzten Gemäldes ist abgeschlossen. Eben war ein Polizist hier und hat mir mitgeteilt, dass der Täter gefasst wurde. Es heißt übrigens Restauration. Ja, und jetzt? Ja, und wo ist jetzt LaBelle? Bitteschön, wenn ich fragen darf. Wahrscheinlich müssen wir wieder rausgehen und dann kriegen wir wieder einen Holo-Look oder so. Scheiße. Sehr wahrscheinlich. Wenn ich heute ein bisschen schneller rede, tut mir das leid, aber ich bin schon seit fast 24 Stunden auf dem Bein. Ich habe eben noch gearbeitet, kam von der Arbeit und ich wollte noch unbedingt aufnehmen, bevor ich schlafen gehe, weil, naja, ich bin immer so unproduktiv, nachdem ich arbeiten war, direkt schlafen gehe. Naja. Ah, du warst doch neulich hier, um dir das Gemälde anzusehen. Weißt du es schon? Der Täter wurde geschnappt. Ich habe mit angehört, wie der Museumsdirektor mit einem Polizisten gesprochen hat. Aber weißt du, was merkwürdig daran war? Als dieser Polizist vorhin an mir vorbeigelaufen ist, sah er nicht besonders glücklich aus. Ganz im Gegenteil. Das klingt nicht gut. Wir müssen etwas machen dagegen. Mal sehen, wer das ist. Random Kai, Herr Xerus hat mir gerade mitgeteilt, dass er mit Herrn LaBelle im Bistro Flordelis ist. Flauschi und ich machen uns sofort auf den Weg. Wir treffen dich dann gleich dort, Random Kai. Das klingt schon mal nach einem Plan. Das kann man umsetzen, würde ich sagen. Auf geht's! Aber was macht er da bitte schon? Und warum wird diese Deckung ständig auf... warum lässt er seine Deckung aufliegen? Das macht keinen Sinn. Das ist total dumm für einen Detektiv. Kann es irgendwie sein, dass LaBelle nicht gerade ein guter Detektiv ist, sondern eher so einer der dümmsten, die ich jemals gesehen habe in meinem Leben? Wow. Aber gut, man will ja nicht beleidigend sein. Und wie ich einfach gerade ganz im Kreis gefahren bin für nichts. Ich hätte wahrscheinlich schon direkt da sein können im Bistro Flordelis, nur ich bin mal wieder vollkommen außen rum gefahren. Sehr schön. Ha. Gibt Rede uns Kai den leichten oder den schweren Weg, er wird den schweren nehmen. Ich sag doch, ich habe sie zurückgegeben. Jeden einzelnen, ich schwör's. Also gut. Es sind wirklich alle Pokebälle, die Esprit gestohlen hat, wieder bei ihren Besitzern. Ganz genau, alles ist wieder beim Alten. Ich komme auch wie vereinbart und ohne Widerstand mit dir, um mich zu stellen. Gib mir nur einen Moment. Was redest du da? Unser Zug fährt bald ab. Sie sind gleich da. Einen Augenblick noch. Was? Random Kai, was machst du denn hier? Ich habe auch mal Mathia Bescheid gesagt. Sie wird ebenfalls jeden Augenblick hier sein. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist Herr LaBelle? Da bist du ja, Mathia. Oh, Herr Xerus, vielen Dank für die Benachrichtigung. Herr LaBelle, ich habe überall nach dir gesucht. Sag mir, warum? Warum hast du uns angelogen? Und warum lässt du uns hier einfach so zurück? Es tut mir leid. Ich habe es ja schon in meinem Brief gesagt. Ich arbeite für die internationale Polizei. Meine Arbeit führt mich um die ganze Welt, wo immer es einen Fall zu lösen gibt. Meine nächste Mission wartet schon auf mich. Dann kommen Flauschi und ich eben mit. Dann werden wir auch Polizisten. Hauptsache, wir bleiben zusammen. Mathia, danke, das ist lieb von dir, aber ich kann euch nicht mitnehmen. Warum? Warum denn nicht? Ich bin doch deine Assistentin. Also gut, Mathia. Es ist wohl an der Zeit, dass du das Assistentendasein hinter dir lässt. Ich nenne dich hiermit zur neuen Leiterin des LaBelle-Büros. Hör mir mal gut zu, Mathia. Du bist in dieser Stadt geboren und aufgewachsen. Niemand ist besser geeignet als du, auf diese Stadt aufzupassen. Deswegen bitte ich dich, an meiner Stelle den Frieden in Illumina City zu bewahren. Das kannst du doch einfach nicht so festlegen. Hey, Random Kai, jetzt sag doch auch mal was. Lass es gut sein, Mathia. Randome Kai versteht, warum ich gehen muss. Schließlich sind wir Partner und als solche verstehen wir einander auch ohne Worte. Flauschi, bitte mach nicht so ein trauriges Gesicht. Selbst wenn wir voneinander getrennt sind, bleiben wir einander doch verbunden.
Ihr werdet immer meine lieben Freunde aus dem Labellbüro sein. Ja, Bindung, Freundschaft. Man kann sie nicht sehen, man kann sie nicht anfassen. Eigentlich dürfte es sie gar nicht geben. Aber ich kann ihre Existenz nicht leugnen. Mathieu, du und der Agent der internationalen Polizei, ihr seid durch das Band der Freundschaft eng miteinander verbunden. Hexeros. Mathieu, ich schenke dir mein Power Suit. Ich habe die Fernsteuerungsfunktion entfernt, keine Sorge. So kannst du erneut zu Esprit werden, aber diesmal in deiner neuen Funktion als Illuminas Beschützerin. Ich überlasse dir auch alle meine Pokémon. Herr Xeros, ich weiß, dass du sehr schlimme Dinge getan hast, aber ich habe dich trotzdem sehr gern. Ich werde gut auf deine Pokémon und deinen Anzug aufpassen. Darauf kannst du dich verlassen. Schließlich sind sie ein Symbol unserer Bindung. Es tut mir leid, aber es wird Zeit für uns zu gehen. Unser Zug fährt bald ab. Herr Lebel, ich verstehe es jetzt. Und ich weiß, was zu tun ist. Ich werde mein Bestes geben, dich zu vertreten. Ich habe ja auch Flauschi und Randomekai, sowie Herrn Xeros Pokémon und Power Suit. Ich werde die neue Leiterin des Lebel-Büros. Ich verlasse mich auf dich, Mathieu. Dann kann ich mich beruhigt auf den Weg machen. Mathieu, mach uns keine Schande. Also dann, Randomekai, Mathieu, Flauschi, ich lege den Frieden in Illuminous City in eure Hände. Vielen Dank für alles. Lebt wohl. Danke. Auf Wiedersehen. Das wäre erledigt. Ja. Du Flauschi, wir haben in relativ kurzer Zeit einige gute Freunde gefunden, was? Randomekai, Herr Lebel und Herrn Xeros. Ja. Sag mal, Flauschi, Herr Lebel und Herr Xeros haben so viel für uns getan. Ob es sich wohl so anfühlt, wenn man einen Vater hat? Na? Tut mir leid. Das weißt du natürlich auch nicht, aber ich bin echt froh, dass ich ihnen begegnet bin. Ja. Hier endet Lebels Geschichte, aber die von Mathieu und Flauschi fängt gerade erst an. Heißt für uns neue Fälle oder was? Mal schauen. Wäre interessant. Hallo Randomekai, wie geht's? Heute gibt es nichts zu tun im Lebel-Büro. Ich würde gerne mit Flauschi spazieren gehen, aber während wir weg sind, könnte ein Klient vorbeikommen. Könntest du eine Weile die Stellung im Büro für uns halten, Randomekai? Danke, das ist echt lieb von dir, aber ich hab's mir anders überlegt. Ich werde auf den Spaziergang verzichten. Schließlich hat Lebel mir das Büro überlassen. Ich muss mich echt ins Zeug legen, um eine würdige Leiterin des Lebel-Büros zu sein. Dann eben nicht. Gut, Kinders, dann wären wir hiermit auch endlich mal durch. Wurde mal Zeit und jetzt frage ich mich so, was kann man denn noch so machen? Das ist eine gute Frage. Diese Hauptnebenquest ist jetzt erstmal erledigt, das heißt, es kommt eigentlich nichts mehr Großes, bis auf die legendären Pokémon. Das ist so das Ding. Na, und da werde ich jetzt erstmal gucken, was man denn so tun kann. Ich schaue gerade auch live nach, deswegen wundert euch nicht, dass ich hier gerade so leise bin. Also. Letztes Kapitel. Leb wohl, Lebel. Ja, das ist wohl das letzte, ne? So scheint es jedenfalls. Also, es wird hier halt echt nur dieser Zweig beschrieben. Nichts irgendwie, was man danach machen könnte oder sowas. Nur das hier. Ne? Das ist das Ding. Jetzt frage ich mich eine Sache. Was könnte ich noch so machen? Ich könnte euch jetzt die ganzen Fundorte der Steine nennen. Dann hätten wir es auch erledigt, weil ich will die jetzt nicht alle finden, Kinders. Das ist mir jetzt gerade viel zu aufwendig und sowas. Machen wir nicht. Ich erzähle euch die ganzen Fundorte der ganzen Steine. Und dahingehend wisst ihr Bescheid, ne? Also, die Megasteine Chinas. Kommen wir dazu. Ich will das ganz schnell abhandeln und in der Zeit, weiß ich nicht, ich lasse das Gameplay hier laufen und sowas.
Macht euch da keine Sorgen drin. Nicht drin, drum. Wow. Also. Ich hau einfach mal raus. Das ist jetzt einfach so. Die meisten haben wir zwar schon. Aber ich mach's trotzdem mal. Nämlich fangen wir an mit dem Bisaflor-Need und dem Glurak-Need und dem Turtok-Need. Bekommen wir von Professor Platan, wenn man das Starter-Pokémon seines Vertrauens auswählt. Simsalanit in der Spiegelhöhle. Gengar-Need. Bekommt man in Romance City mit der Frau oben links anscheinend. Kangama-Need in der Leuchthöhle. Der Pinsenit findet man in Nuvaria, im Nuvaria-Wald, ja. Den Gyarados-Need gibt es in Monsaya und es gibt ja auch noch diese, ich sag mal, ich würde mal sagen, es gibt da auch diese, wie sagt man das jetzt am besten? Naja, das ist schwer zu beschreiben. Es ist ja quasi so, dass manche Megastände erst zu bestimmten Uhrzeiten erscheinen. Ne? Deswegen frage ich mich gerade, wo genau das angezeigt wird. Wird das überhaupt irgendwo angezeigt? Also, das Wichtigste ist halt folgendes. Megastände, die erst nach dem Mega-Ring-Update von 20 bis 21 Uhr aufzufinden sind, das ist halt das Wichtige und darum kümmern wir uns, weil die ganzen anderen Megastände, die habe ich ja schon quasi. Und deswegen werde ich euch jetzt nicht jedes letzte Mal alle anderen nennen, sondern ja, das ist jetzt gerade sehr spontan, tut mir leid. Wir machen das schon irgendwie. Also. Gucken wir mal. Wie macht man das denn jetzt am besten? Das ist echt das Problem. Ich muss mal gucken. Nach dem Mega-Ring-Update. Das ist halt das. Wow. Also, fangen wir mal an. Der Banetto-Need. Das ist wohl der erste, der nach dem Mega-Ring-Update am Start ist. Und ich denke mal, diese Mega-Ring-Updates sind auch quasi dafür da, dass man diese Steine erst von 20 bis 21 Uhr finden kann. Das ist das Wichtigste, Kinders. Das merkt ihr euch am besten. Na, also, wie gesagt, bei der Tonit. Wo war das Ganze nochmal? In der Kammer der Lehre. Und zwar in X und Y. Ihr wisst Bescheid. So. Es geht mir hier nur um die Fundorte in Pokémon X und Y. Es geht mir jetzt nicht hier um irgendwie Oras oder sowas. Das müsst ihr euch dann irgendwo anders anschauen. Also, Banetto-Need, der erste Megastein, den findet man quasi in der Kammer der Lehre für Banett. Dann der Despotanit in der Pokémon-Arena von Reliviera City, wenn man rechts vom Eingang hinaufklettert und dann die vom NSC rechts gelegene Kletterwand benutzt. Seid ihr noch fit? Okay. Gibt's aber nur in Pokémon X, ne? Der Flunkifanit im oberen Stockwerk des Chateau Tristesse neben der linken Treppe. Chateau Tristesse ist auch hier diese Kleinstadt gewesen, neben, oder in der Nähe vom Magnum Opus Palast. Der Gyarados-Need im Südosten Mosaias auf der Anhöhe vom Wasserfall. Der Hundemon-Need auf Route 16 bei den zwei Rollerskatern unterhalb des großen Hügels. Aber nur in Pokémon Y. Der Kangama-Need ist ja ganz klar in der Leuchthöhle bei der ersten Abzweigung rechts am Ende des Gangs. Der Knack-Krack-Need in der Siegesstraße links vom Treffpunkt mit Serena bzw. Kalem vor dem Turm im zweiten Hain. Zertrümmerer wird auf jeden Fall benötigt. X und Y kommt in beiden vor. Wisst ihr Bescheid. Der Meditalis-Need in Romance City bei dem Brunnen. X und Y. Pinsenit kommt nun X vor. Also in Pokémon X. Und den findet man im Novaria-Wald auf Route 2. Nach Route 2 in der Nähe vom Eingang. Das habe ich gerade eben schon erwähnt. Aber jetzt habt ihr es nochmal quasi in gestaffelter und geordneter. Der Shirox-Need, den gibt es in X und Y in der Frosthöhle und den müssten wir eigentlich auch schon eingesammelt haben. Bin ich mir eigentlich sicher, oder?
Kann das sein? Ich weiß nicht. Vielleicht auch nicht. Hm. Ist mir auch egal. Pff. Auf jeden Fall in X und Y. Wisst ihr Bescheid. Der Simsalanit in der Spiegelhöhle im untersten Geschoss beim Sonnenschein. Da, wo ich mich gefragt habe, oh, gibt's da ein legendäres Pokémon? Nein, da gibt es quasi nur diesen Simsalanit. X und Y. Der Scarabornit ist im südlichen Teil des Nuvaria-Waldes. Ihr wisst Bescheid, Kinas. Der Stolosnit ist in der Pokémon-Arena von Relivira City, wenn man rechts vom Eingang hinaufklettert und dann diese Kletterwand benutzt, ist in Pokémon Y. Ne? Eben war das ein X mit der Arena, jetzt ist es ein Y, aber die gleiche Position. Der Voltensonit taucht nur in Pokémon X auf und den findet man auf Route 16 bei den zwei Rollerskatern unterhalb des großen Hügels. Das ist alles. Das sind anscheinend alle Megastände, die man so bekommen kann. Tut mir leid, dass ich euch nicht besser zeigen konnte, aber Kinders, ich will jetzt schnell abgehakt haben und deswegen mache ich es hier theoretisch. Praktisch habt ihr es sowieso schon überall gesehen, deswegen ist es kein großer Verlust, wenn ich euch das jetzt quasi so erzähle. Gut, Kinders, das wäre es für diesen Part. Beim nächsten Mal kümmern wir uns um die ersten legendären Pokémon, bevor das Let's Play endet. Weil mehr kann ich mit euch hier nicht mehr machen. Die große Nebenquest ist erfüllt. Lebel ist erledigt. Jetzt sind quasi für mich die Punkte gekommen, wo ich sage, ey, wir kümmern uns jetzt erstmal um die legendären Pokémon. Versuchen die irgendwie zu fangen. Wir gucken mal. Von daher gesehen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Ciao.